nichts an, Alter. Das ist heftig. Ich habe heute für euch ein Kosmetik for Less Haul. Oh, ihr Süßen, hier sind so schöne Sachen bei. Ich freue mich. Also hier ist erstmal doch was von Revolution. Hallo, meine Lieben. Ich begrüße euch wieder zu einem ganz besonderen Video. Okay, ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich habe heute mal wieder einen Kosmetik for Less Haul von euch. Für euch. Hä? Ach. So, ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich habe heute für euch einen Kosmetik for Less Haul. Da durfte ich mir mal wieder was aussuchen. Ganz lieben Dank an der Stelle. Und ja, wir gucken da jetzt gemeinsam rein. Die hat nämlich einige Neuheiten, die ich unbedingt ausprobieren möchte. Ich probiere die heute nicht im Video aus. Ich werde euch das wahrscheinlich entweder hier mal in Shorts zeigen oder auch auf Instagram. Also folgt mir da unbedingt unheimlich gerne. Und ja, wir gucken jetzt rein, was ich alles mitgenommen habe. Und hoffe, ihr habt Spaß dabei. Lasst euch da mal ganz kurz reingucken. Also die verpacken das immer so extrem süß, wirklich. Alles immer irgendwie auch ja nachhaltig, dadurch, dass das meiste Papier ist. Also ich habe hier selten Luftpolsterfolien drin, aber ja, diesmal halt schon, weil ein bisschen mehr dabei ist. Hier, das ist so süß. Es ist einfach so süß. Und wenn man es vorsichtig aufmacht, dann kann man es sogar noch weiter benutzen. Also sie hatten jetzt wirklich, ich habe ganz viele neue Marken auch dabei. Jetzt nicht nur Revolution. Ich bestelle ja sonst immer super gerne Revolution. So, und hier geht's auch schon los und da bin ich so gespannt drauf. Die haben ja letztens nämlich schon, da haben sie einen eigenen Lashkleber, also Lash Glue rausgebracht und jetzt haben sie neue Limited Editions, beziehungsweise überhaupt neue Leni Lashes bekommen und ich mag die super gerne. Ich klebe die sehr, sehr, sehr gerne. Also die haben quasi einfache Varianten, die sind nicht ganz so teuer und aber auch die schönen Varianten sind zum Glück auch nicht so sehr teuer und man kann sie halt voll lange benutzen. Und jetzt hier bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, weil meine Augen sind, was die Größe angeht. Also so in meinem Gesicht sind sie zwar groß, aber mit anderen Augen verglichen sind sie doch eher klein. Deswegen bin ich immer super, super dankbar, wenn die ja, Wimpern haben, die einen dollen Schwung haben. Weil wenn der Schwung meistens erst später kommt, dann sieht das bei mir irgendwie nicht aus, weil es einfach nicht lang genug ist. Nein, es ist zu lang und der Schwung kommt zu spät quasi. Und hier die neue Variante Daisy. Die sieht super schön aus. Ich werde die hier mal ganz kurz auspacken. Die hat echt einen richtig schönen Schwung. Und ich werde dann natürlich trotzdem ordentlich kürzen müssen, aber wenn ihr das jetzt hier so seht, wie gesagt, ich denke, auf Instagram könnte ich es hinkriegen, aber ich kann auch nichts versprechen, dass ich die dann auch mal getragen zeige. Wirklich super schön. Das sind halt, ich meine, 3D-Lashes und sie sehen einfach sehr, sehr, sehr schön aus. Super fluffy und genau. Hier ist jetzt noch ein neues. Oh, die heißen Storm. Die sind jetzt ein bisschen anders verpackt. Die werde ich jetzt auch nochmal schnell auspacken. Ich habe ja schon einige von den Leni Lashes, da ist sonst immer mein Liebling Grace. Nee, das war nicht Grace, das war, wie hieß denn das? Moment, es ist diese hier und die heißt Twinkle, genau. Also Twinkle ist sonst eigentlich meine Lieblingsvariante, die ist wirklich recht natürlich und nicht im Cat-Eye-Look, sondern im Doll-Eye-Look. Und jetzt haben wir hier die Party-Edition, das heißt, sie, oh, die sind richtig heftig. Oha! Boah, also für Leute, die es extrem mögen, bitte, hier habt ihr was. Richtig krass. Mal ganz kurz die anderen daneben, die ich noch bestellt habe, die sind dagegen wirklich super natürlich und die sind jetzt richtig, richtig krass. Aber die sehen super hochwertig aus. Also, ich muss mal ganz kurz, ich klebe die jetzt nicht richtig an, ich will sie nur einmal kurz auflegen. Alter, was sind das für, guck mal, wenn ich das hier jetzt nur so ranmache. Alter, Jungs. Also das sind richtig, richtig volle, richtig krasse Wimpern. Also wie gesagt, Leute, die sowas mögen, da seid ihr auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Wie gesagt, super hochwertig, schöne Artikel tatsächlich. Auch wenn ich nicht dafür bezahlt werde, sind das schöne Artikel. So, genau, wir machen jetzt weiter. Es gibt natürlich auch noch andere Kategorien. So, eigentlich habe ich alles dabei heute. Also seid unbedingt, bleibt unbedingt dran. Hier ist jetzt so eine Verpackung auch wieder total süß. So, hier haben wir einiges drin. Oh, ihr Süßen, hier sind so schöne Sachen bei, ich freue mich. Also hier ist erstmal doch was von Revolution. Der Candy Highs Weightless Primer und der sieht so schön aus. Die hatten so eine Candy Limited Edition, jetzt nicht verwechseln mit der Birthday Edition, die sie jetzt hatten kürzlich. Aber ja, das ist jetzt nochmal, die hatten da auch eine extra Palette und sowas. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier diesen, oh, der sieht so süß aus. Guck mal, also ich habe ja gerade schon gesagt, das ist ein Primer Weightless. Ich bin gespannt, wie der ist, aber der hat hier diese Struktur drin und das sieht viel
zu schön aus, um es überhaupt jemals zu benutzen. Also ich bin sehr gespannt darauf. So ein paar Mal werde ich den schon benutzen. Ich möchte auch wissen, wie es ist. Ne? Auf jeden Fall fand ich den super schön und super ansprechend. Und was ich auch sehr ansprechend fand, sowohl von der Verpackung als auch von dem Versprechen her, ist von Eveline Cosmetics, haben die ja da zum Glück, Better Than Perfect Moisturizing and Covering Foundation, No Transfer Formula. Ja, hier habe ich jetzt Light Beige genommen, weil, ich habe es euch ja schon so oft gesagt, hier steht übrigens nochmal Make-up Brand Number One drauf. Ich muss sagen, ich hatte ja jetzt auch schon einige Foundations von Eveline und ich hatte die jetzt kürzlich alle nochmal, bis auf eine, nochmal rausgeholt und die sind wirklich gut. Also sie gefallen mir super gut. Die kommen ja aus Polen, meine ich. Und jetzt hier möchte ich wenigstens, ne, die ist noch komplett neu. Ich bin super gespannt, wie die ist. Aber die Verpackung alleine ist ja wohl auch schon wieder schön, ne? Ja. Und ich hatte eben, glaube ich, schon einmal angefangen zu erzählen. Ich benutze sowas ja meistens unter den Augen. Und deswegen, ja, wähle ich dann immer etwas heller. Wobei das jetzt auch gar nicht mal ganz so hell ist. Sehr flüssig auf jeden Fall, was ich persönlich immer super gut finde. Und wenn ich das jetzt hier so auftrage, einfach nur mal ganz kurz so First Impression auf dem Handrücken. Fühlt sich auf jeden Fall schön leicht an, feuchtigkeitsspendend und irgendwie auch ein bisschen weichzeichnend. Und es ist irgendwie gefühlt gleich weg, im Sinne von dieses bappige Gefühl ist nicht. Nee, das ist sofort weg. Das finde ich richtig cool. Da bin ich sehr gespannt drauf. Lasse ich euch auf jeden Fall auch noch mal wissen, wie ich die finde. War halt gerade neu von Eveline, ne? Und sonst habe ich von denen immer super gerne so eine Drop Foundation benutzt, die der von Catrice so ein bisschen ähnlich sieht, so mit einer Pipette und so. Da nimmt aber unbedingt eine Nuance heller, weil die ganz leicht nachdunkelt. So, dann habe ich hier auch nochmal von Eveline Cosmetics eine neue Mascara gesehen und die sah so interessant aus. Also Mascara False Definition 4D. Extension, Volume, Professional Make-up, Mascara. So, genau, ich fand das Bürstchen halt super interessant und ich sehe jetzt hier keine Fasern für die Leute, die das interessiert. Das ist halt so ein Gummibürstchen und jetzt eben auf der Verpackung sah das irgendwie noch ein bisschen so aus, als wäre da noch ein Hohlraum in der Mitte, aber jetzt hier sieht das ganz normal aus. Ja, in der Regel funktionieren diese Mascaras eigentlich ganz gut. Ich hatte bis jetzt nur eine von Eveline, die war so durchschnittlich und hier, ja, bin ich sehr gespannt, wie die dann sein wird. Und was ist das hier von LA Girl? Genau, haben die da auch. Die haben auch immer übrigens super schöne Lidschattenpaletten. Genau, ich habe jetzt hier allerdings einen Eyeliner bestellt. Den muss ich mal ganz kurz aufmachen. So, und zwar fand ich deswegen den Eyeliner so interessant, weil der braun ist. Und ich habe noch nicht so richtig, also ich mag braunen Eyeliner total gerne, aber ich habe noch nicht meinen perfekten gefunden. Und deswegen dachte ich, ich schaue mir mal den von LA Girl an. Long Lasting Fine Tip Liquid Eyeliner. Genau, den werde ich jetzt auch hier einmal schnell swatchen. So, jetzt seht ihr den. Möchte ich ihn sehen. Den braunen Ton an sich finde ich auf jeden Fall schon mal schön. Ich mag das nicht, wenn der so sehr rotstichig ist. Und der hier, das scheint jetzt ein schönes Braun zu sein. Ich werde sehen. Ja, aber der malt schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe jetzt hier nochmal, schaut mal, der Strich, der läuft richtig schön fein aus jetzt hier. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist mir persönlich immer sehr wichtig, gerade wenn man hier so diesen letzten Eyeliner-Wing macht, dass der dann auch vernünftig ausläuft und nicht total fett ist. Also hier werden wir auch nochmal sehen. Wir werden ja bei allem sehen. Es ist ja jetzt auch nur ein Haul, ne? So, dann haben wir hier von Root Cosmetics. Und das ist auch nochmal eine Mascara. Die haben Root jetzt noch nicht so lange im Sortiment. Ich habe davon früher schon öfter gehört, aber mir nie irgendwo was bestellt. Und jetzt hier hatten sie aber wirklich sehr interessante Sachen, auch so vom Stil her. Ihr wisst, dass ich ja auch Sammler bin. Und da kommt gleich auch noch eine Palette, die ist einfach für die Sammlung so schön und so süß. Und hier habe ich jetzt die Obnoxious Mascara. Ja, soll eine Volumenmascara sein. Und die kommt in so einer Verpackung, ist auch noch mal hier verschweißt, was ich eigentlich ziemlich gut finde. Ich sehe gerade auch, das ist tierversuchsfrei und ohne Parabene und 12 Monate haltbar. So, dann brechen wir mal die 12 Monate an. Aber die muss ich euch ja auch zeigen. So. Hier kommt ein ziemlich extremes, fettes Bürstchen. Also es ist auch ein Silikonbürstchen, Gummibürstchen, wie auch immer. Und es ist, ja, es sieht tatsächlich so aus, als würde es die kleinen Wimpern ziemlich gut greifen. Ich hoffe, dass das auch so ist. Was ja auch immer eine große Rolle spielt bei Mascaras, ist ja auch tatsächlich, oder Mascarin, je nachdem, wie mal im Plural sehen, je nachdem, was man
für einen Plural haben möchte für eine Mascara. So, auf jeden Fall, ja, ich bin sehr gespannt auf beide. Hier werde ich die Umverpackung wahrscheinlich sogar behalten, weil ich die irgendwie extrem schön finde, weil die auch so ein bisschen bunt ist und Rainbow so ein bisschen. Also total schön. Ich bin gespannt, wann die Palette kommt, die ich euch eben schon versprochen habe. Ist die hier vielleicht sogar schon gerade? Moment. Ja, hier haben wir sie tatsächlich auch schon. Die hatten da 4 verschiedene Ausführungen von diesen Boots-Paletten. Und ich habe jetzt die ganz bunte genommen. Ich wollte erst eine nudige nehmen, aber ich glaube, ich habe noch eine nudige andere Palette dabei. Und jetzt ist die hier einfach so, die ist so süß. Ah, einfach. Ich meine, guckt nur. Das ist so ein Flower Power Boot. So schön. Ach nein, guckt nur, ist das nicht süß? Also ich dachte irgendwie, tatsächlich, sie wäre ein bisschen größer, aber zu groß ist ja dann auch immer nervig, muss ich sagen. Deswegen, also die ist schön handlich. Hier ist sogar noch ein kleiner Spiegel, wie ihr gesehen habt. Und Gott, wenn man die aufmacht, kriegt man doch einfach gute Laune, oder? Da kann man, braucht man keine Pillen einwerfen oder so. Man kann einfach die Palette öffnen. Übrigens mit der Grund, warum ich so gerne Make-up mag, weil es einfach glücklich macht, ohne dass man, also mich macht es glücklich. Gott, hier oben, der Ton ist richtig schön. So ein Duochrome. Ich bin auch gespannt, wie die halt performen, weil ich sowas noch gar nicht hatte von Root Cosmetics. Hier sieht es jetzt gerade alles etwas leichter pigmentiert aus. Jedenfalls die Schimmertöne. Ich grapsche jetzt hier aber auch nochmal in die farbigen rein. Die sind schon ein bisschen krasser. Ja, zum Glück. Also die matten Töne sind super gut. Die anderen sehen mehr so aus, als wären sie so, ja, topper, sag ich mal, die Schimmertöne. Aber trotzdem super schön. Hier unten will ich nochmal. Ja, also die matten, da kann man echt nicht meckern. Mit einer Base dazu auf jeden Fall noch gut, aber Swatches, weiß man ja mittlerweile, die sagen nicht alles aus. Also es kann auf dem Auge auch nochmal ganz anders aussehen, aber alleine das Design finde ich super, super, super süß. Und ich freue mich sehr. Die heißt übrigens Hydra Matrix Kawaii Plattform Boots, irgendwie so. 14 gepresste Pigmente, wie auch immer. Auf jeden Fall ist die total süß. So, und genau, weiter geht's. Ja, hier war ich auch total hyped drauf. Das ist auch von Root Cosmetics, ein Creme Puff Natural Blush. Und da gab es, meine ich, 4 oder 5 Farben, vielleicht auch sogar mehr. Ich habe jetzt hier einen Peaching genommen, weil ich ja am liebsten peachige Töne mag. Und da war noch ein anderer Ton, das war so eine Mischung aus Peach und ja, Rosé irgendwie. Den hätte ich am liebsten noch genommen, aber der war gerade ausverkauft, aber der sieht auch super schön aus. Guck mal, so richtig. Ich muss mal kurz. Der fühlt sich auf jeden Fall richtig gut an. Auch ich habe ein paar, die sind sehr flüssig. Zum Beispiel auch von Maybelline habe ich einen. Der sieht erstmal so aus. Hier ist er jetzt übrigens. Also ich habe gerade auch noch mal drüber aufgetragen. Der trägt sich dann nicht ab. Das macht nämlich zum Beispiel der von Maybelline. Dann sieht es irgendwie sehr schnell so aus, als hätte man nichts mehr drauf, weil das einfach zu dünn ist irgendwie. Das kann man nicht so schnell overblushen quasi. Das ist an sich ja auch nicht schlecht, aber ich finde das halt auch blöd, wenn man sich das aufträgt und man sieht halt nicht so viel. Ne? So, auf jeden Fall finde ich das hier jetzt gerade wirklich sehr schön. Man denkt jetzt so in der Verpackung erst so, oh krass, ist nichts für mich. Aber ich finde, dass das jetzt doch sehr natürlich aussieht und auch wahrscheinlich ziemlich gut zu mir passen wird. Denke ich. Hoffe ich. So, und hier haben wir noch einen Blush. Genau, einen Puderblush habe ich hier nochmal. Und zwar von Be Perfect. Das ist auch eine Marke, die kannte ich vorher noch gar nicht, muss ich sagen. Ist jetzt auch mehr so im mittleren, höheren Preissegment wie Root Cosmetics. Aber ich finde, es ist schon noch irgendwie, ach naja, es ist so auf der Schwelle zwischen Drogerie und High-End-Make-up. So ein Mittelding irgendwie. Ja, auf jeden Fall ist das hier auch so. Also die Paletten sind schon etwas teurer als Drogerieniveau, aber dann eben meistens auch was Besonderes. So, und jetzt wollte ich hier mal, Gott, die Verpackung alleine ist jetzt schon richtig hochwertig, auf jeden Fall von Be Perfect. Scorched heißt der hier. Ist scheinbar, nee, Flushed heißt die Farbe. Okay, der sah im Internet anders aus, aber finde ich gerade schön. Ihr seht ihn noch gar nicht. Ich fasse ihn gerade aber schon an. Der ist, ja, wirklich in einem sehr, sehr, sehr feinen Puder kommt der hier. Also es ist richtig fein, was ich hier auf den Fingern habe. Und wenn ich das auftrage, oh, das fühlt sich richtig schön an. Also irgendwie ein bisschen seidiger, als wenn ich normalen Blush auftrage. Der fühlt sich irgendwie ein bisschen pudriger an. Und jetzt hier denkst du auch erst so, es ist irgendwie pudrig, aber es ist irgendwie doch, das ist super fein. Könnt ihr das erkennen? Ich hoffe. Ich hatte eben ganz kurz Angst, dass es eine Farbe wird, die man bei mir nicht sieht, weil der so hell ist, aber also hier oben ist noch der andere Blush und hier ist jetzt der von Be Perfect. Finde ich gerade auf jeden Fall super schön und ihr wisst, ich bin irgendwie, also gerade für Blushes habe ich echt voll eine Schwäche.
Das ist auch so krass hochwertig verpackt. Hier dann da nochmal was und hier nochmal der Spiegel, der abgeklebt ist, was ich gerade auch nicht so leicht abkriege, aber man hat auf jeden Fall was in der Hand, würde ich sagen. Hier bei Root, das ist natürlich kleiner, aber das ist ja auch nochmal was anderes. So, und als nächstes habe ich hier, und ich freue mich total, es ist von Revolution, eine Blush-Palette. Das war jetzt nochmal von, Mad Love heißt die Limited Edition. Das war nochmal mit Batman und Catwoman, glaube ich. Ich bin da ein bisschen Noob, was das angeht. Aber da hat mir die liebe Susan gesagt, die hatte nämlich auch diese Palette, dass das so schön ist. Und oh Gott, ich mag die jetzt gar nicht anfassen. Wo soll ich mir das noch alles hinswatchen? Ich gehe jetzt mal hier in diesen Ton. Das ist ja hoch. Entschuldigung. Das ist ja jetzt so ein Orange. Den tragen wir hier einmal auf. Bei ihr sah der so schön aus. Sie hat mir Fotos geschickt, als sie das aufgetragen hat. Fühlt sich auch sehr schön an tatsächlich. Sieht auch schön aus. Und dann hier nochmal die krasse, knallige Farbe. Guckt euch das an. Das ist ja heftig. Also man kann auch viel, wenn man wollte. Und man kann den aber wahrscheinlich auch, guck mal, der lässt sich aber gut verblenden. Alter, das ist eine krasse Farbe, oder? Okay, also da muss man dann auf jeden Fall gut verteilen. Und dann sind hier nochmal so zwei gedecktere Töne. Die könnte man auch als Konturprodukt sehen. Ich finde aber schon jetzt gerade auch der hier unten, das ist eindeutig ein Blush. Den trage ich mir mal ganz kurz. Ach, da sieht man gar nichts, ne? Gut, dann tragen wir ihn mal hier kurz auf. Verreiben ihn ein bisschen. Ja, das sind auf jeden Fall Blushes, also nichts mit Kontur. Ja, sehr auf jeden Fall. Nein, sehr schön auf jeden Fall. Was ist denn heute schon wieder los? So, die gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut, natürlich. Ich habe ja auch natürlich nur Sachen bestellt, die ich schön finde. Ist ja klar. Und hier ist, glaube ich, noch was aus der gleichen Limited Edition. Die musste ich auch unbedingt nochmal mitbestellen. So. Oh, das sieht so gut aus. Dangerous Love. Forever Flawless Shadow Palette. Und ihr wisst, ich sammle nicht wirklich die Forever Flawless Paletten, aber die haben ja wirklich immer schöne, auch gerade Limited Editions, und da kriegt man einfach super viel fürs Geld. Guckt euch das an, ist das nicht schön? Gerade für Fans davon, finde ich, ist das einfach super schön. Ich mag auch sehr gerne die Verpackung, weil das hier oben halt auch in so einem Blushton gehalten ist und das Motiv einfach total schön ist. Und es ist einfach auch schön, finde ich, für alle Leute, ob sie nun einen Geliebten haben oder nicht. Geliebten hört sich immer gleich so an. Also ob sie nun einen Partner haben oder nicht. So sind auf jeden Fall die Farben. Ich finde es sehr schön. Es ist jetzt halt wirklich auch nochmal was Neutraleres. Wollte ich euch auch nochmal zeigen in dieser Bestellung. Und ja, dieses Lila ist jetzt hier aber auch wirklich schön. Hier, und es ist halt eine kühle Palette, finde ich. Aber man mag es. Und die fühlen sich sehr cremig an. Ich will noch einen matten. Gib mir mal das Schwarz. Oh, guck mal, das Schwarz an, Alter. Das ist heftig. So. Irgendwie machen das ja jetzt neuerdings alle immer in der Handfläche mit dem Swatchen. Finde ich ganz schön. Hier nochmal den schwarzen Ton. Oh, Alter, der hat es aber in sich, oder? Das meine ich bei Revolution manchmal. Sind da Töne drin? Doch, die sind aber super schön cremig. Also die Textur ist wirklich toll. Auch gerade hier von den Schimmertönen. Ah, also wie gut, dass er jetzt auch auf der Handinnenfläche rauskommt. Jetzt verstehe ich auch, warum das die Influencer immer so machen. Naja, eben. Drum, es ist auf jeden Fall sehr schön. So, wie viel haben wir denn hier noch? Ach Gottchen, das muss ich euch noch mal kurz zeigen, was sie mir hier mitgeschickt haben. Ganz lieben Dank. Ich glaube, die habe ich schon mal gehabt, aber es ist schon ein bisschen her. So eine Einkaufstasche von Cosmetic for Less. Also nicht so eine ganz, ganz, ganz große und auch nicht so eine ganz kleine. Es ist irgendwie so eine Zwischengröße und ja auch noch mal ein anderes Format. Freue ich mich sehr drüber. Ganz lieben Dank auf jeden Fall. Vielleicht verschenke ich die auch mal bei einer Verlosung irgendwie mit, aber ich freue mich gerade einfach, dass sie dabei ist. So, ein Päckchen haben wir hier noch. Das ist auch gar nicht so klein. Ja, stimmt. Ich hatte ja auch noch ein bisschen Pflege mitbestellt. Das habe ich total vergessen. So, hier ist erstmal eine Handmaske. Ich dachte erst, das wäre mit Handschuhen. Ist es aber nicht. Das wäre aber auch viel zu günstig gewesen, muss ich dazu sagen. Die hat jetzt nämlich nur, sorry für meinen dreckigen Finger, das ist der Swatch. Auf jeden Fall, guck mal, wie hartnäckig das ist. Also richtig gut, ne? Hier ist jedenfalls eine Handmaske ohne Handschuhe. Die soll man einfach nur auftragen. Die ist nämlich mit Paraffin... SOS Paraffin Handmaske, genau. Also es ist natürlich zur Regeneration und für Feuchtigkeitsspendung und so weiter. Und soll mit 15 Minuten drauflassen. Ist von Eveline, fand ich wieder sehr interessant. Übrigens, ne, die Leute, die aus Polen kommen, bitte sagt mir doch mal, ich habe extra Google auf Polnisch eingestellt und habe das vorlesen lassen. Und die haben halt gesagt, das heißt Eveline. Aber irgendwie sagt es jeder anders. Deswegen bitte schreibt mir doch mal, wenn ihr irgendwie wirklich wisst, wie das ausgesprochen wird, damit ich es nicht immer falsch mache. Aber... ich hoffe, Google hat mir kein Mist erzählt. So, und von der gleichen Firma habe ich mir noch was mitbestellt. Und ihr wisst, ich bin immer total empfindlich an den Augen, was Augen-Make-up-Entferner angeht. Ich kann da alles Mögliche so raufschmieren, aber wenn ich es entfernen will, dann tut es meistens weh. Ich habe jetzt hier jedenfalls
ja, ein Augen-Make-up-Entferner mitbestellt, zweiphasig für wasserfestes Augen-Make-up. Ich benutze ja nicht immer wasserfestes, ne? Aber wenn ich welches benutze, dann brauche ich halt einen zweiphasigen auf jeden Fall. Und alle, die ich jetzt noch habe, die man noch kaufen kann, die brennen halt. So, hier habe ich jedenfalls Eveline Cosmetics Bio Organic Zwei Phasen, Eye Make-up Remover und genau, ja, gegen wasserfestes Make-up, 0% Alkohol, tierversuchsfrei, finde ich super und ich will jetzt mal gucken, hier steht sogar ein Haltbarkeitsdatum drauf und ich mache den auf, ne, aber ich muss euch ja sagen, wie der wenigstens riecht. Einen ganz, ganz, ganz zarten Duft hat er. Zum Glück nicht so extrem. Ja, aber da bin ich sehr gespannt. Auf jeden Fall wollte ich gerne ausprobieren. Wollte ich auch schon länger ausprobieren. Dann habe ich hier noch was für meinen Bruder mitbestellt. Und zwar, da mochte der immer super gerne von Action das Aloe Vera Gel. Das hatten sie bei uns jetzt aber ewig nicht. Und dann habe ich gesehen, dass die da so eins haben. The Saem. Die Marke kenne ich sonst jetzt gar nicht irgendwie. Aber ich habe hier jetzt auf jeden Fall auch ein 99% Aloe Vera Gel für ihn mitbestellt und werde mir dann natürlich auch nochmal sagen lassen, wie das ist. Und genau, das sieht so aus. War halt jetzt auch nicht mega teuer. Wie gesagt, ich kriege das bei Action momentan nicht und bin da auf jeden Fall auch gerne ja, bereit, dann mal was anderes auszuprobieren. Und 99% reiner Aloe Vera Saft bzw. Gel, das ist schon... Viel mehr geht ja schon fast nicht, wenn es haltbar sein soll. So, ja, das war auf jeden Fall mein Cosmetic for Less Haul. Vielen lieben Dank an der Stelle nochmal an das liebe Team von Cosmetic for Less, dass ihr mich schon so lange mit an Bord habt. Da bin ich auch super stolz jedes Mal drauf. Und ja, ich freue mich natürlich auch, dass ich euch die Neuheiten hier zeigen durfte. Und mein persönliches Highlight sind tatsächlich, nee, ich kann es gar nicht sagen. Ich finde sie alle. Ich finde alle Sachen toll. Nee, tut mir leid, ich kann nicht sagen, was mir am besten gefällt. Aber die Paletten, weil ich ein Palettensammler bin, sind die natürlich toll. Der Blush ist toll. Die Lashes sind super schön und auch richtig krass. Also wie gesagt, wenn ihr da nochmal irgendwie was richtig Heftiges haben wollt oder auch eben was Natürliches mit den Twinkles. Und ja, vielen Dank fürs Zugucken. Ich glaube, ich habe sogar noch einen Rabattcode. Den schreibe ich euch mal hier rein. Ich meine, da kriegt ihr 15% auf alles. Und... dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachshoppen, falls ihr das machen wollt. Und ja, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut. Tschüss. Wisst ihr, wie Ziegen riechen? Ihr müsst hier schon was mit mir aushalten.